Yo, Leute, das ist jetzt die Fortsetzung. Jetzt geht gar nichts mehr vom letzten Mal, wo ich die letzte Energiezelle verbraucht habe. Aber jetzt habe ich Nachschub geholt. Insgesamt zwei. Jetzt habe ich wieder nur noch eine. Was ist das? Ich habe das Gefühl gerade, das hätte ich nicht machen müssen. Das sieht aus wie so ein Energietank oder eine Expansion für mein Raumschiff. Oh Leute, ich glaube, ich habe wieder einen fatalen Fehler gemacht. Okay, ich gehe da einfach mal hin. Vielleicht ist ja doch richtig. Ey, guck mal, wie das einfach abhauen will. Komm her. Container für Bordmissiles erhalten. Bitte, 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 bitte keine Sackgasse. Lass es jetzt weitergehen. Ja! Ja! Es scheint doch ein richtiger Weg zu sein. Hä? Nein. Nein, nein. Eine Sackgasse? Oh, doch nicht. Ja, ja, ja. Boah, boah, Alter, habt ihr das gesehen, wie ich ausgewichen bin und da jetzt wieder nicht? Ihh, Pirat. So. Wo bin ich jetzt? Nein, nein, nein. Leute. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da war ich doch schon. Okay, 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 okay. Ich weiß jetzt noch einen Ort, wo ich noch keine Energiezähler eingesetzt habe. Und wahrscheinlich... Nein, wartet. Da war ich doch schon. Leute, ich glaube, ich kann gleich wieder auf Energiezellensuche gehen. Das war wieder total blöde und öde. Zwei Energiezellen für Bordmissiles und dann komme ich wieder hierher. Hä, wo muss ich jetzt lang? Da? Ja, jetzt... Lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock auf euch. Also, hier durch. Scheiße hier zerstören. Ah ne, ich muss ja einen Aufprall einsetzen. Ey, das ist doch so ein Abfall. Jetzt habe ich schon vier Energiezellen für nichts und wieder nichts verschwendet. Hallo, geh rein. So. Ja. Cool, ich werde noch angegriffen währenddessen. Oh, Leute. Ey. Ey. Ich kann mich nicht mehr bewegen, danke. Okay. Oh Gott. Oh, ein Energietank. Geil. Gut, das hat wieder ein Grinsen in meine Fratze. Der Verzweiflung. Ich ignoriere jetzt einfach die Gegner, ehrlich. Ich muss es mal rausfinden, ist das jetzt der richtige Weg? Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich brauche ich wieder mindestens zwei Energiezellen. Muss ich überlegen. Ja, doch, zwei. Huch, was ist mit dem los? Okay. Okay, okay. Oh Mann, das sieht alles so richtig aus gerade. Dafür hätte ich Energiezellen verschwenden müssen. Komm schon, open. Aha. Das sind, glaube ich, die, von denen der Benny erzählt hat. Da muss ich sie, glaube ich, einsetzen. Aber ich gehe mal weiter. Und ich scanne mal das hier. Okay, genau. Das habe ich ja jetzt nicht in dem Part mitgenommen. Die anderen zwei Energiezellen habe ich eine auf Snorion. Da muss ich nochmal gegen einen Metroid Brüter kämpfen, wenn ihr euch noch erinnert, die waren auch, war so ein kleiner oder ein schwerer Miniboss auf dem Heimatplaneten der Piraten und die andere, die war einfach ganz am Anfang davon Valhalla, die habe ich voll übersehen. Also musste man einfach nur aufsammeln. So, wie komme ich jetzt da hoch? Wartet mal. Wie kann ich denn das öffnen? Sicherheitsluke kann nicht geöffnet werden. Mutmaßlich Fehlfunktion der Steuerspindel innerhalb der Wand. Innerhalb der Wand. Das hört sich auch stark nach einem Visor an. Nö, oder auch nicht. Aber hier habe ich was zum Scannen. So, neue Energiezelle. Ich glaube, ich muss da oben irgendwas machen. Okay, also ich muss da wohl diese Luken da freiräumen und dann
kann ich die Energiezellen einsetzen. Wenn ich welche hätte! Brücken, Kacke. Was ist denn das? Das ist rot. Aufzugssystem außer Betrieb. Lokale Stationen müssen wieder mit Energie versorgt werden. Ja, ach was. Aber ich möchte es erstmal rausfinden, bevor ich hier wieder abhaue. Wie kann ich die Luken da entfernen? Moment mal, was sind das für Trümmer? Aurora-Einheit war mit dieser Plattform verbunden. Trümmer lassen vermuten, dass sie mit Gewalt entfernt wurde. Aha! Da war mal die Aurora-Einheit. Wirklich wahr. Was wurde wohl mit der gemacht? Vom Tank, der die Aurora-Einheit des Schiffs beherbergte, sind nur noch Trümmer. Ja, okay, das habe ich ja schon gescannt. Energiezellenstation, ja, kennen wir ja. Das kann doch jetzt nicht alles sein. Ja, wie kann ich denn die Luken entfernen? Kann ich irgendwie mein Raumschiff hierher holen? Ich frage mich gerade. Nee. Sah gerade so aus, weil da diese Symbole sind. Ah, hups, das ist es ja doch nicht. Nope. Oh, fuck. Wie kann ich die entfernen? Mit Gewalt? Nope. Was sind denn das eigentlich für Dinger da? Warum leuchten die so? Oh, das sind einfach nur Lichter. Das Rätsel muss ich jetzt noch lösen. Wie entferne ich die Luken? Sicherheitsluke kann nicht geöffnet werden. Mutmaßliche Fehlfunktion der Steuerspindel innerhalb der Wand. Innerhalb der Wand. Der Wand. Aha. Warum lese ich das jetzt erst? Aha. Oh, mit Missile. Aha, geschafft. So gehen die auf. Jo. Und jetzt bräuchte ich zwei Energiezellen. Und das sind wahrscheinlich die zwei, die ich hätte nicht benutzen müssen. Moment. Ja doch, Benny hatte recht. Ich hätte genau 5 Energiezellen gebraucht für alles. Das wären wohl die letzten. Oh, das ist echt ärgerlich. Und das sah ich gerade so entspannt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich gerade aufrege. Jo, dann würde ich mal sagen, packen wir das halt noch in den Paten dran, wie ich zwei Energiezellen besorge. Müsste eigentlich gar nicht so schwer sein. Weil ich weiß, dass dieser Metro Prime Teil, der erste Teil war, wo ich die Energiezellen beherbergt habe, ohne eine Komplettlösung zu benutzen. Die sind eigentlich nämlich recht leicht auffindbar. Vielleicht kann ich das sogar noch in den Part mit reinpacken. Okay, aber das wird dann wieder dauern, wegen den scheiß Hin- und Herfliegen von Planet zu Planet. Ah, das mache ich jetzt noch schnell. Fahrstuhl da. Okay, und der Weg zum Raumschiff dauert halt auch wieder seine Zeit. Entern Sie das Leviathan-Schlachtschiff. Ja, danke für die Information. Ja, ich weiß es doch. Aber ich sollte es genießen. Das sind jetzt nur noch 3 Parts oder so vielleicht. Und dann schätze ich jetzt mal. Und dann sind die Prime-Teile vollendet. Ach, der Olli hat gemeint, dass ein neues Metroid rauskommt, das sehr Prime-ähnlich ist. Also sogar mit Multiplayer-Funktionen. Also gut möglich, dass das auch noch dran rangenommen wird. Und dann nehme ich das zurück mit Prime-Teil zu Ende. Und okay, genau im Dingens, genau im
als ich die erste Energiezelle, also die eine Energiezelle geholt habe, die ich jetzt nicht aufgenommen habe, also dass ich jetzt nicht hier Let's Played habe, vor offscreen, da habe ich eine Missile-Expansion gefunden und noch eine zweite gesehen, wo ich zu blöd war, sie zu bekommen. Damit ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch wundert, Yannick, was soll denn das? Warum hast du auf einmal mehr Missiles als vorher? Cheatest du oder was? Ich finde schon, man könnte jetzt cheaten. Dann würde ich einen endlos Energiezellen-Cheat aktivieren. So, ach ja, wohl. Ups. Upsi. So, Moment, ich muss erstmal gucken. Im Inventar. Okay, ich habe wirklich alle Energiezellen verschwendet, bis auf die zwei, die ich noch benötige. Ich habe es mal wieder geschafft. Ich muss also wieder alle Energiezellen sammeln. Ich habe es doch vorausgesagt. Ja, leck mich doch fett. Also, was haben wir hier? Nach Prio muss ich? Und zur Himmelsstadt. Och, Mann, oh. Okay, also. Fangen wir mal mit Prio an. Daten zeigen an, dass die Energiezelle mit einer verborgenen Prängelpumpstation verbunden ist. Okay. Dann fliegen wir nach Prio. Eine Prängelstation. Gut. Prio, Prio, da. Landebereich Dorndickicht. Glutherd, also das würde ich wohl eher behaupten. Aber ich habe da gerade so eine Erinnerung, dass ich das, glaube ich, im Dorndickicht war, weil da, wo dieser eine Golem war, da war doch im Dorndickicht. Da habe ich so noch leicht eine Erinnerung, dass ich dann eine Energiezelle entdeckt hatte. Oder war das eine, die ich im Let's Play aufgenommen habe? Ich bringe da noch einiges durcheinander. Ich gucke erstmal. Kann ich das überspringen, bitte? Weil ich gucke dann gleich mal auf die Karte, ob da irgendeine Bezeichnung, Bereichsbezeichnung ist, wo drauf steht Pumpstation. Und dann weiß ich Bescheid. Das hätte ich vielleicht jetzt vorher machen sollen, bevor ich dahin fliege, ich Idiot. Gab es nicht mal irgendwie eine Möglichkeit, das mal zu überspringen? Das habe ich doch mal irgendwie gepackt. Ja, jetzt kann man es überspringen, wenn man landet. Ah. Gut, jetzt gucken. Aha, hier haben wir was. Gewölbe, da war ich noch nicht. Und ansonsten... Turnierstädte. Antiker Hofplatz. Ja, was sind das für weiße Punkte? Wo ist, kann man hier die Legende anzeigen? Hä, was ist denn das für ein Punkt? Oder heißt es, das sind Energiezellen? Ey, das wäre ja mal voll geil. Okay, ich gehe mal zum Gewölbe erstmal. Und dann werden wir jetzt rausfinden, was diese weißen Dinger bedeuten. Hä, das ist aber echt eigenartig. Geh kaputt. Ach, ich kann jetzt hier dran. Nerv für sowas. Ach so? Energietank. Ach so, das zeigt an, wo Energietanks sind oder vielleicht Missile-Expansion. Und dann kommt dann X, wenn ich es gefunden habe. Ey, ist ja mal voll geil. Yo, da gibt es ja einiges, was ich übersehen habe. Hä? Warum ist denn das da jetzt? Das war doch vorher noch nie. Cool. Ja toll, wäre es jetzt kein Let's Play, würde ich mir jetzt seitdem einfach mal alles sammeln. Aber das kann ich euch jetzt nicht antun. Und nein, ich werde es auch jetzt nicht offscreen machen, weil ich gerade beim Olli bin und wir haben gerade keine Batterien für die Fernbedienung und die ist auch bald leer. Und sowieso habe ich jetzt nicht viel Zeit. Nein. Lass mich in Ruhe. Eine Pumpstation. Bin ich jetzt hier doch falsch? Ich glaube, ich bin ja echt falsch. Komm, ich will den Part mit einer Energiezelle beenden. Was ist das? Nein, kein Speichern. Danke, nein. Brauche ich jetzt nicht. Das war doch der Bereich, wo dieser Golem da war. Wo man diese Fesseln da zerstören musste. Oh.
Sag mal, warum ist das so ein weiter Weg? Hä? Nee, ich glaube, ich bin voll falsch, Leute. Ja, Leute, ich bin ja mal mega falsch. Nördlicher Hofplatz, südlicher Hofplatz. Verborgener Innenhof. Ich gehe jetzt mal alle Karten durch und guck mal, ob ich da was finde. Absturzstelle, Feuerfälle, Absturzstelle, was? Torhallen. Landebereich Felskluft. Nein. Großer Hofplatz. Hä, bin ich ja nicht gerade hergekommen? Die könnten ruhig mal mehr Tipps geben. Verborgen. Nee. Ah, hier ist eine Tür, die habe ich noch nicht erkundschaftet. Ich gehe mal zur Hangarbucht. Werde ich mal hinfliegen. Ja, ich weiß aber jetzt nicht. Ja, gut. Ich versuche, den Part da zu starten, wo die nächste Energiezelle ist. Machen wir es so. Also, dann macht's gut. Ciao.